Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, Zuseher meines Kanals, ich begrüße euch aufs Herzlichste. Ja, kleines Sommerupdate mit der Baureihe des Monats. Lasst uns ein bisschen der Zeit. Wie gesagt, Sommer nicht so aktiv, die Motorbahngemeinde, was auch irgendwo auch verständlich ist, ne? Wenn es draußen schön ist, warum soll man sich am Dachboden aufsetzen, wo es dann noch heißer ist. Ne? Was anders ist bei mir, ich setze mich in den Keller, wenn es draußen 30 hat, habe ich da unten nicht einmal 20. Ist also richtig schön angenehm. Darum gibt es auch sowas wie Sommerpause nicht bei mir. Und das habe ich ja schon mal mit euch, wie sagt man, auseinanderklappustelt, aber da brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Ja, was kommt heute? Der Benny aus dem Bennys Mopar-Zimmer, der hat einmal gemeint, wie es ausschaut mit einer E95, ob ich da schon mal ein Reparaturvideo gemacht habe, habe ich nicht. Ich habe gesagt, lass mal, ich werde demnächst eins machen. Also heute ist es soweit, ich habe meine zerlegt, gereinigt und dann nehme ich euch mit, das zeige ich euch. Dann habe ich ein kleines Problem mit meiner BR24 von Fleischmann. Gehe ich auch kurz drauf ein. Eventuell, wenn die dann soweit ist zum Umbau, vielleicht mache ich da auch ein kleines Video. Kommt drauf an, wenn Interesse da ist. Ist in Ordnung, wenn nicht, dann lasse es bleiben. Naja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin halt dabei. Sommerzeit ist immer meine Zeit, wo ich die Locken reinige, alles einmal durchfahren lasse, nicht bloß ein Stück, sondern wirklich mit Zug, also mit Bespannung und richtig arbeiten lassen. Und wenn ich dann merke, da irgendwas haut nicht hin, dann wird das Ding zerlegt und herkriegt, dass ich da wieder auf der sicheren Seite bin. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Habt eine schöne Zeit im Sommer. Das nicht übertreiben, das die Mopar nicht vernachlässigen. Das ist was, das was die Mopar gar nicht mag. Kann es sein, dass dann, wenn es im Herbst wieder darauf zugreifen wollt, Mopar sagt, nö, mag nicht. Ja, also immer schön dabei bleiben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Wünsche euch was, bleibt gesund, euer Analoger. So, dann nehme ich euch einmal gleich mit an den Tisch. Ja, es geht heute um die E95 von Brava. Ich habe zwei dieser Modelle und ich bin vom Benny gebeten worden, einmal so ein Teil zu zerlegen. Ja, da im Hintergrund seht ihr meine 24er. Das ist also ein eigentlich relativ neue Lok. Was heißt neu? Naja, hat schon mal ein paar Jährchen am Buckel. Und ja, ich bin gestern auf die Strecke mit ihr und dann auf einmal steht's. Ja, habe ich durchgeprüft. Es ist der Motor. Das sind diese windigen Dinge. Also da geht nichts mehr. Ich habe jetzt die Schnecken schon abgezogen, weil ich habe mir eine Glocke dafür bestellt. Und da muss ich sagen, das ist auch wieder, ich verstehe es nicht. Umbausatz, Glockenankermotor für die BR24 beinhaltet einen Glockenankermotor, richtige Größe, ja. Dann zwei Kabel. Und ich sage es jetzt einmal ganz lapidar, zum Abisolieren da hier unten ein Tesafilm. So sage ich das jetzt einfach einmal, also nichts irgendwie weltbewegendes. Preis 30 Euro. So. Dann, wenn du ein bisschen weiter schaust und suchst einen Normalmotor, also den blanken Motor, der kostet 13. So, Freunde, sorry, aber wo ist da der Wert für zwei Kabel und diesen Tesafilm, der da unten drin hängt als Isolierung?
Ja, für 17 Euro. Nö, sorry. Weil du musst von dem Motor, musst du die Schnecken runter machen. Die sind nämlich nicht beim Umsatz dabei, komischerweise. Sonst immer, da nicht. Und so ist ein Haufen Geld dafür zahlen. Also habe ich mir doch gleich bloß den normalen Motor bestellt. Kabel habe ich und die Schnecken nehme ich original von da. Und ein Tesafilm oder dort eine Abisolierung, ja, hat er jedes selber. Also erübrigt sich das, würde ich einmal sagen. So, dazu so viel oder so viel dazu. Ich tue das wieder daher. Der könnte vielleicht sogar heute schon kommen. So, ja dann. E95 Brava. Was ich hundertprozentig weiß, ist, wir brauchen für Brava einen Kreuzschlitz. Weil Brava Kreuzschlitze mag, nehmen wir einen Kreuzschlitz. So, gut, die ist jetzt einmal aufgesetzt. So, dann gehen wir mal jetzt zum Zerlegen. Das erste Mal Unterteil, hast du da unten zwei, ja, sorry. Dann hast du unten zwei so Nasen dran, an der Teichschnalle hebst du nach unten ein bisschen ab und ziehst es raus. Dann kommt zum Vorschein eine Kleidermühle. Viele sagen, braucht man nicht. Sorry, Freunde, Kleidermühle braucht man schon. Aus einem ganz einfachen Grund, weil durch diese Welle die beiden Motoren gleichmäßiger laufen. Na? Und ihr kennt es ja selber, ab und zu fährst du mal über ein Stück drüber und es bleibt irgendeiner ein bisschen hängen. Ja, das passiert da bei der Kardanwelle dann nicht, weil die nimmt dann den Motor wieder mit, ohne Probleme. So, zum Gehäuse, ganz normal, leicht abziehen. Ist nicht recht schwer. Ja, das geht. Nicht mit roher Gewalt, aber halt schön langsam. So, noch das Gehäuse. Ihr seht, die ist eigentlich relativ gut beieinander. Dann schaut das Ganze so aus. Ja, ist ein bisschen verölt, darum zerlege ich sie auch. Ich möchte es auch selber machen. Dann geht es einmal los. Wir machen als allererstes die Platine runter. Zweimal Kreuzschraube. Ich tue mal da ein bisschen ausräumen, dass ich da einen Platz habe in meiner Magnetschale. Das ist jetzt einmal. Einmal tun wir auf Zeiten. So, dann schaut das so aus. Dann gehen wir weiter an den Motor zu kommen. Das ist eigentlich gar kein großes Hexenwerk. Das ist, ja, ist eigentlich sehr gut konzipiert alles. Geht auch recht schön zum Zerlegen. So, zweimal Deckel. So, jetzt wer meint, er kriegt die, wer glaubt, er kriegt die Motor jetzt raus, hat sich getäuscht. Ja. Du hast nämlich jetzt dann da nochmal den Tunnel und da die Welle. Da geht nämlich jetzt noch nichts. Ja. So, also umdrehen. Haben wir da hier unten eine Schraube. Das sind alles die gleichen Schrauben, ihr braucht es da gar nicht haben. Ja. Dann hebeln wir das da ein bisschen auf. Geht damit das so ein schöne Nadel drunter. Geht wunderbar. Bisschen fummeln. Dann geht das auch. Ja. Ja, Plastikteil. So, und jetzt stellt euch das Ding so hin, wie ihr euch das merken könnt. Also praktisch Laufachse nach vorne. Dann haben wir die erste Achse mit den Haftreifen, die schauen wir uns gleich mal an. Man kann es eigentlich auch nicht verkehrt einbauen wieder, weil der Bund in dem Fall ist jetzt bei mir von mir weg. So kann ich das dann wieder einbauen. Also
kein großes Ding nicht. So, dann schauen wir uns die Haftreifen an. Die sind okay, die lasse ich. Aber ich werde das ganze Zeug dann in Ultraschallbad sauber machen. Achse 2 und Achse 3. Also zwei Achsen angetrieben. Die letzte ist Solo. So, dann hast dieses Unterteil. Dann drehst du es wieder um und dann schaust mal, da vorne geht's los. Ne? Schön langsam rauswippen. Dann hast du das Unterteil mit der Stromabnahme. Die schauen wir uns von unten an. Ja, man sieht, braucht auf jeden Fall eine Reinigung. Ist in Ordnung. So, und jetzt haben wir Getriebekasten mit Motor. Das heißt wieder, das sind jetzt die einzigen Schrauben, die anders da sind. Ja. Einmal da eine und einmal da eine raus. So. Die kannst du also nicht verwechseln, die sind wesentlich länger als die anderen, die wir gehabt haben. Und auch dünner. Also keine Verwechslungsgefahr. So, und die drehen wir jetzt nieder. Da tun wir jetzt ganz einfach die Schale hoch. Ja, schon ziemlich verölt alles. Jetzt müssen wir sauber machen. Und dann haben wir da unseren Motor. Den tun wir raus. Die Welle da, wo da reingeht, die tun wir auf Seiten. So, und dann war es das eigentlich schon. Ich schaue mir dann die Kohlen noch an. Bloß um den jetzt nicht irgendwie falsch wieder neu zu bauen, kriegt er jetzt erst einmal seine Kerben. Gibt dort, die machen einen weißen Punkt drauf oder irgendwas. Meine Locken, die ich gelegt habe. Kriegen drei Kerben in den Motor. Dann weiß ich, das sind meine Locken gewesen. Da habe ich schon Hand dran gehabt. Und so schaut es aus. Ja, ich werde jetzt das ganze Teil ins Ultraschallbad schmeißen. Zahnräder setze ich auch raus. Sprühe das erst mit Bremsenreiniger ab, alles. Ultraschall. Kohlen ausglühen. Sauber machen. Und dann sehen wir uns wieder beim Zusammenbau. So, also, alles war im Ultraschall. Das sind die Räder. Ihr seht, ich habe da überall so einen kleinen Draht drum. Ich habe nämlich für meinen Ultraschall keinen Korb. Und ich könnte es auch so reinschmeißen, aber nö, muss nicht. Ja, ich mache das halt so. Und nimmt man das und kann man das auch wieder sehr schön rausnehmen. Ja? Jawohl. So, das sind jetzt einmal die drei Achsen. Und dann haben wir noch unsere Untergestelle. Ja, kann man ja alles wunderschön. So. Und dann haben wir noch unseren Träger. Mit die Stromabnehmer. Tun wir da her. So, okay. Dann bauen wir das ganze Gespül wieder zusammen. Wir fangen mit unsere, wo die meine Pinzette da ist. Mit unsere Zahnräder fangen wir an. Ich glaube mich zu erinnern. Ist mir das kleine sein. Da haben wir den da haben. Dann müsste normalerweise weniger welche drauf. Ja. Dann haben wir just a moment, dann brauchen wir diesen da. Rauf. Ja, ist aber jetzt falsch.
Den kosten mal aber da. Wollen wir zuerst diesen Kameraden da brauchen. Ja, ja. Nehmen wir halt so. So, jetzt. Und jetzt kann der da drauf. Und da schauen wir jetzt mal. Ja, Getriebe arbeitet sauber. So, wie es soll. Gut. Dann können wir an und für sich unseren Motor setzen. Heute kann ich noch nicht. Ich habe ja noch nichts drin. Also der ist auch gereinigt. Blitzt wieder. Ohne Probleme. Die Kohlen haben wir da. Bleibt da. Kohle 1. Feder ist drin. Ansetzen. Schnapp. Dann haben wir Kohle 2. Ansetzen. Und nochmal ein Dreier machen. Jetzt habe ich geschnappt. So, wir können ihn mal kurz testen. Wäre kontraproduktiv, das Ding jetzt einzubauen, ohne zu testen. Aber er ist da vorgegangen, also das heißt. Wunderschön, läuft. Passt. So, dann haben wir unser Gestell her damit. Dann brauchen wir diese Motorlagerung. Unsere drei Kerben sind nach oben. Jetzt habe ich natürlich, jetzt habe ich schon gemeint, kann ja gar nicht, okay. So, passt, dann kommt der Deckel drauf. Ich glaube, das ist mittlerweile von Brava die dritte Serie, was rausbringen. Ich habe sie mir damals in der ersten Serie gekauft und was soll ich euch sagen, Freunde? Ich zeige euch das einmal, weil ich es jetzt offen habe. Nach ungefähr 1,5-2 Jahren sowas. Länger. Ich habe es länger gehabt. Waren schon 4 Jahre. Also es war jedenfalls auch keine Garantie mehr drauf. Hat die angefangen wahnsinnig zu eiern und dann waren da in den Radkästen, die waren komplett ausgefahren, also da sind die Achsen drin gewandert ohne Ende und war natürlich kein schönes Fahren mehr und du hast tatsächlich keinen Ersatz da nicht gekriegt, zumindest hat es ziemlich lange gedauert, aber es waren Zeiten, da hast du noch nicht direkt beim Hersteller bestellen können, das lief alles über Mobile-Läden und da war das natürlich immer ein Problem, aber ich habe sie mir dann tatsächlich wieder richtig aufgebaut von den Teilen hier, Entschuldigung, das ging eigentlich, das war ja war tragbar. So, wir dann jetzt da unseren Hauptrahmen wieder zusammensetzen. Na. Rein mit dir, da bleibst. Ja. Wie gesagt, das ist eigentlich alles kein Hexenwerk. So, da ist der Bursche drin. Schauen wir mal, läuft, jawohl, geht. So, Untergestell. Ich drehe mir jetzt den dann gleich so, wie ich ihn brauche. Laufachse da, also diese Richtung. Dann kommt der drauf. Mir hat da, mal schauen, ob ich euch das dort zeigen kann.
Ja, das ist schon wieder komplett anders da als in der Serie davor. Da haben wir jetzt für den Rahmen so eine kleine Bühne. Vorserie hast du da kleine Kerben drin gehabt und da am Rahmen waren so kleine Widerhackerler drauf, waren 4 Stück pro Seite, glaube ich. Ja, also das ist geändert worden. Ja, die waren auch ziemlich schlecht. Wenn die mal ausgebrochen waren, war es schon ziemlich schlecht. Jetzt fällt mir was auf. Dieses Kontaktblech gefällt mir hier nicht so toll. Das ist ein bisschen zu wenig. Jetzt, ja. Und das hintere auch. Ein bisschen noch. Wir biegen das ein kleines Stück nach oben. So, das dürfte gewesen sein. So, dann setzen wir den auch bloß auf. Da einer gerast. Ja, jetzt muss ich selbst schauen. Da nochmal raus, da nochmal raus. Wie er sich da reingehört. Ah ja. Ja, okay. Also muss der da ein bisschen eingeschoben werden. Und dann ist er auch drin. Genau. Und dann stimmt er. So, sitzt. Jawohl. So soll er sein. Dann setzen wir uns unsere Radsätze ein. Wir haben gesagt, bunt weg vom Mann. Also so. Einmal so. Ja, bleibt da. Bund weg vom Mann. Und da ist nicht egal. Da muss ich jetzt schauen. Moment. Jawohl. Das heißt, isoliert die Seite auch weg vom Mann. Also so. Sonst haben wir nämlich einen kurzen drauf. So, dann haben wir unseren Kasten. Der wird bloß da hinten eingehangen. Dann nehmen wir unser Laufachsel. Schnapp, habt ihr es gehört? Ja. Dann kommt ein Schräublein rein. So, erledigt. Dann haben wir unseren Deckel. Der kommt da her. Auch keine große Sache. Einmal, zweimal. Dreimal hat sich erledigt. So, dann haben wir unseren Stromabnehmer. Es ist ja selbsterklärend, wir haben die beiden Klammern, die gehen auf die Kohlen drauf und die lange da. Ihr müsst schauen, dass die hinterhalb von dem hinbringt und der tut die nachher hindrücken. Aufpassen, dass die Isolierung nach unten geht. Kann man dann zwar hinterher machen, das geht. So. Dann sitzt er da sauber herinnen und da kann er ja nicht weiter. Da ist das Gleiche, da bin ich aber jetzt daneben. Ja, siehst du das? Bleib hierin. Isolierung wieder nach unten schieben. Ja, komm. Ah, ist schon klar. Ja, Heiland.
Ja, komm, was ist los? Schauen wir da. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt sind wir nicht um. Jetzt muss ich was noch vor die Neiklappen. So muss er rein. Schauen wir, wie er stimmt. Also da stimmt er jetzt. Da ist er wieder gerassen. Ich meine, er hat da jetzt zwar einen Kontakt, aber ich finde, er gehört nicht so, also kommt er auch nicht so rein. Ja. Du gehst den nochmal ein wenig hinterher. Kann ich ja wohl nicht angehen. Schon hängt man wieder hinten drin. Und jetzt aber. Sitzt, sitzt. Passt. So, hatte ich aber jetzt trotzdem, weil da möchte ich meine Isolierung wieder unterschieben. Dass wir nichts am Rahmen haben und da auch. So. Da haben wir einen Strom, da haben wir einen Strom und da passt er auch. Ja, da ist halt einfach wichtig, in der Ruhe bleiben. Ich sag's euch immer wieder, wer sowas macht, in der Ruhe. Der bringt das Ganze schnell und mache ich mal auf die Schnelle. Das bringt gar nichts, weil man dann trotz alledem Fehler reinhaut, die da dann wirklich nichts bringen. So passt er, so passt er. Ich setze jetzt den mal auf das Gleis da her. Ihr hört es. Am Fahren zusammen. Licht geht auch genau in die Richtung, wie das Rauchen. Jetzt haben wir es wegfahren. Jawohl, geht. Ja, das Gleis sollte man selber machen. Gut, aber läuft. So. Es gibt nicht viel mehr zu sagen dazu. Gehäuse ansetzen ist eigentlich auch das schön langsam, ohne große Gewalt, das schlupft von selber drauf. So. Dann drehen wir unsere Karrenwelle so, dass es passt. Ist meistens ein bisschen tricky, aber es geht. Da braucht es jetzt nichts umeinander tun, einfach draufsetzt und fertig. Ne? So. Und ich setze gleich mal auf den Anlauf, schauen wir uns an, wie es läuft. Und dann passt es. So, und auf der Anlage. Ja, läuft wieder wie geschnitten Brot. Ich finde das Teil einfach klasse. Ganz ehrlich, ich finde es klasse. Ja, es ist schon ein Brocken. Allein dieses markante Gesicht und der Arsch, ach, herrlich. Wunderschön. Und vom Lauf her kann man zufrieden sein. Wunderbar. Und das soll es auch für heute schon wieder gewesen sein. Einfach nur mal ein kleines Lebenszeichen meinerseits. Ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit. Erholt euch an der Mopa oder auch nicht. Alles klar. Das war's, euer Analoge. Für euch.